entdecken geheime Orte im Konzerthaus Berlin mit der Musik von Bach. Es wird heute Musik von Bach erklingen und noch die ganze Woche, jeden Tag um 18 Uhr live. Denn am Samstag ist der große Bach-Marathon von 12 bis 23 Uhr. 22 Konzerte in 11 Sälen im ganzen Haus also. Und ja, mit Musik von Johann Sebastian Bach. Jeden Tag sind wir in einem anderen Raum, um zu zeigen, was das Konzerthaus sonst noch so kann und was für Orte es sonst noch präsentieren kann. Wo wir heute sind, vielleicht sehen Sie das schon, das erklärt uns jetzt ein Mann, der mit diesem Ort etwas zu tun hat, nämlich Thomas Enke, meine Damen und Herren. Thomas, welche Funktion hast du hier und wo genau sind wir hier eigentlich? Ja, wir sind im Tonstudio und das ist ja unschwer zu erkennen an dem Mischpult dort hinten. Und meine Funktion ist hier Tonmeister zu sein am Konzerthaus. Das mache ich nun schon seit 20 Jahren hier und das ist quasi das zweite Zuhause. Und ja, hier laufen im Prinzip alle Leitungen zusammen des Hauses. Also in allen Sälen kann man natürlich Aufnahmen machen und die Signale landen schließlich hier. Und von diesem Punkt hier, also von diesem Studio aus, werden Übertragungen ins Radio hauptsächlich gemacht, live und auch Aufzeichnungen. Das heißt, es wird vermietet für RBB und für Deutschlandradio. Und ansonsten machen wir unsere eigenen Aufzeichnungen hier. Das ist in erster Linie die Funktion dieses Raumes. Ja. Gestern waren wir ja unter der Freitreppe und da hat uns Peter Laduch erzählt, dass es diesen Raum unter der Freitreppe schon im Prinzip ja, seit Beginn, seit dieses Haus steht, schon gibt. Also schon zu Schinkelzeiten sozusagen hätte man dort Konzerte machen können, aber wir haben es gestern zum ersten Mal gemacht. Was war denn hier 1984 bei der Wiedereröffnung des Schauspielhauses drin in diesem Raum? Da war zunächst ein Studio der Schallplatte drin, das heißt, es war ein leerer Raum. Damals wurden hier die ganzen Technik wurde hier reingebracht vom damaligen volkseigenen Betrieb, VEB Deutsche Schallplatte hieß der, und der kam da rein und baute hinterher alles wieder raus und dann war das ein leerer Raum und mit der Wende verschwand dieser Betrieb und wir waren sozusagen ohne Studio und ohne Gäste und haben gedacht, das ist doch das Ideale, um hier ein eigenes Studio zu eröffnen. Zufällig war auch Geld da irgendwoher und dann gab es hier seitdem genau dieses Studio. Ja. Und wie ist es für dich jetzt, so viele Leute hier drin zu haben und ein Konzert zu erleben? Das ist. Hast du Angst, dass was kaputt geht? Nein, überhaupt nicht. Das ist sehr ungewöhnlich. Das gab es noch nie. Das ist also eine Premiere. Ich weiß nicht, ob es sich wiederholt. Vielleicht. Wir werden mal sehen. Und wie das heute so ankommt. Und spannende Sache. Alles klar. Vielen Dank, Thomas Enke, meine Damen und Herren. Jetzt hören wir auch endlich Musik, tatsächlich Musik von Johann Sebastian Bach. Gestern war das nicht ganz klar, ob von Karl Philipp Emanuel oder Johann Sebastian Bach. Heute gibt es wirklich Johann Sebastian Bach zu hören, meine Damen und Herren, seien Sie sich da ganz sicher. Und zwar, er klingt aus der ersten Cello-Suite, Prélude, Courante, Sarabande und Gigue, also vier Sätze aus dieser ersten Solo-Suite von Bach. Und begrüßen Sie bitte die wunderbare Cellistin Constanze von Gutzeit. Thank you.
Thank you.
Konstanze von Gutzeit mit 4 Sätzen aus der ersten Cello-Suite von Johann Sebastian Bach. Konstanze, erzähl mal den Leuten vor der Kamera und den Leuten im Studio, wer du bist und wo man dich vielleicht sonst noch so hören kann, in Berlin oder anderswo. Ja. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Konstanze von Gutzeit. Ja. Und mein Hauptberuf ist Solo-Cellistin im Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, im RSB. Genau. Und wenn ich das gerade nicht mache, dann spiele ich in meiner Freizeit Cello. Und ungewöhnlich für eine Cellistin. Zum Beispiel Bach-Suiten. Ja, richtig. Ja. Sonst mache ich nicht. Auf was für einem Instrument spielst du? Ich spiele auf einem sehr, sehr alten Instrument. Das ist ein alter Italiener von Gioffredo Cappa. Und so alt die Bach-Suiten auch sind, das Cello ist noch ein bisschen älter. Okay. Ja. Die Cello-Suiten, also, glaube ich, so in den 1710er Jahren. 20er so ungefähr. So ganz genau weiß man es ja nicht. Genau. Ja. Und das Cello ist von 1703. Ja. Okay. Ja. Genau. Es gibt ein berühmtes Zitat von Hans von Bülow, Dirigent Zampano der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er hat 1865 immerhin Richard Wagners Tristan und Isolde oder Tristan und die Olle, wie wir sonst immer sagen, uraufgeführt als Dirigent. Der hat einmal gesagt, was uns Klavierspieler betrifft, dass das wohltemperierte Klavier von Bach sowas wie das Alte Testament für uns Klavierspieler ist. Ist das bei den Cello-Suiten von Bach für euch Cellisten ähnlich oder gibt es da noch was anderes, auf das ihr euch beruft als altes Gründerwerk sozusagen? Ich würde es fast noch ausweiten und sagen, es ist gleich die ganze Bibel, denn wir haben gar nicht mal unbedingt richtig Neues Testament. Also es ist tatsächlich so, dass die 6 Suiten von Bach für uns so das absolute Fundament unseres ganzen Repertoires ist. Und jeder Cellist beschäftigt sich sein Leben lang eigentlich mit den 6 Suiten und unser Repertoire ist nicht so umfangreich, also es wurde dann eigentlich erst im 20. Jahrhundert wurden erst wieder wirklich bedeutende Sachen fürs Cello Solo geschrieben. Das Spannende ist, dass Bach wirklich quasi diese Gattung erfunden hat eigentlich. Also er hat, vorher gab es nicht wirklich viel Literatur für Cello Solo und er hat gleich mit dem ersten Wurf sozusagen dann schon die Krone des ganzen Gattungsrepertoires dann gefertigt, ja. Im großen Saal probt gerade das Konzerthausorchester Berlin unter Ivan Fischer die H-Moll-Messe von Bach, die Sie unter anderem auch am Samstag hören können beim Bach-Marathon. Und es ist ja so, dass Ivan Fischer auf eine ganz eigene Weise probt. Meistens fängt er gar nicht mit dem eigentlichen Stück an, was er probt, sondern er lässt das Orchester erstmal Bach-Choräle spielen, um sich so einzustimmen. Auch so atemtechnisch für die Bläser, so strichtechnisch. Machst du das manchmal auch, dass du morgens aufstehst, irgendwie irgendwas in eine Orchesterstelle oder ein Solostück übst und erstmal irgendwie mit irgendeiner Sarabande aus den Cello-Suiten von Bach beginnst? Das kommt durchaus vor, ja. Also im Prinzip ist das schon so ein lebenslanger, nicht, ich will nicht sagen täglicher Begleiter, aber man hat die Werke immer irgendwie bei sich auf eine Art. Also manchmal auch, also noch eher würde ich sagen abends dann so als letzte Tat des Tages. Mhm. Also ja, manchmal dann so das Licht aus und spiele eine Bach-Suite. Das kann schon vorkommen, aber selten. Was sagen noch andere Sachen abends. Was sagen die Nachbarn dann dazu, wenn du noch so um Mitternacht Bach spielst? Ja, die finden das nicht gut. Also deswegen habe ich mir gerade eine Übebox gekauft, in der ich mich dann zurückziehen kann. Also ein bisschen sowas wie das Tonstudio hier, also schallisoliert. Richtig. Sozusagen. Und ja, akustisch ähnlich innen. Ja. Wünschen wir für deine Nachbarn also alles Gute und dass ihr euch da immer vertragt. Du spielst jetzt aus zwei Cello-Suiten, ich glaube aus der dritten und der sechsten noch ein paar Sätze. Magst du kurz sagen, welche das sind? Ich spiele aus der dritten Suite die Sarabande, das Menuett, nein, stimmt gar nicht, in dem Fall ist es ein Bourrée 1 und 2 und die Gigue und dann aus der letzten Suite, aus der sechsten Prélude, Allemande und Courante. Alles klar. Vielen Dank, Konstanze von Gutzeit.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Herzlichen Dank, Constanze. In diesem Raum Bach zu spielen, ist ganz schön risikoreich, oder? Ja, risikoreich ist es immer, sich auf die Bühne zu setzen und Musik zu machen. Das ist nicht das Problem. Es ist natürlich in so einer Studioakustik, das wahrscheinlich an einem Computer zu Hause hört sich anders an durch die Mikros, ist es natürlich sehr, sehr undankbar, weil einfach alles verraten wird. In der Kirche das zu spielen ist wesentlich angenehmer, hat man den Raumklang. Und aber es klang dafür so umso intimer, also es klang wunderbar, ja, und also man war richtig am Klang dran. Das Intime ist dann auch schön, wenn man irgendwie so quasi Kammermusik macht im eigentlichen Sinne. Ich habe gebeten, noch kurz auf der Bühne zu bleiben, weil wir beide nämlich am Samstag noch das Vergnügen haben bei unserem Bach-Marathon um 17 Uhr. Da spielst du auch Auszüge aus der 6. Cello-Suite und da kommt noch ein junger Mann dazu, der das auf einem anderen Instrument spielt. Das könnte sehr lustig werden wieder. Ja. Aber da müssen Sie dann kommen um 17 Uhr oder Sie kommen zu den anderen Konzerten im Bach-Marathon am kommenden Sonnabend. Genau. Morgen um 18 Uhr geht es weiter hier mit dem Livestream. Ich bedanke mich bei Thomas Enke, dem Leiter dieses Tonstudios, in dem wir heute waren, und seinen Mitarbeitern, den Zuschauern vom Livestream, also Sie da, hallo, und den Leuten hier, den jungen Leuten im Studio und unserem Medienpartner, dem Kulturradio vom RBB. Bis morgen um 18 Uhr. Bis dann. Tschüss. Danke, dass Sie da sind.